Hallo. Tja, wir sind heute aus Vancouver zurückgekommen. Ich musste hin, weil ich gestern plötzlich so eine Backe hatte. Und der Zahn muss leider raus, aber irgendwie ziehen die nicht so richtig. Die wollten das jetzt erst nicht machen. Und jetzt bin ich voll gepumpt mit Schmerzmitteln. Aber es geht schon wieder besser. Also es ist alles nicht so schlimm. Kann mir mal jemand erzählen, also ich meine, ich bin die falsche Person wahrscheinlich dafür. Was ist so unglaublich wichtig an Friseuren? Ich habe es gut, ich muss nicht färben, wobei ich das früher auch selber gemacht habe und Haarschnitt, das mache ich auch alles selber. Aber gestern rief mich eine Freundin an, ich kann gar nicht mehr aus dem Haus. Ich denke, um Gottes Willen ist irgendwas passiert. Ich gehe gar nicht mehr raus. Ich sage, du kannst doch raus, es ist doch erlaubt, du kannst doch eine Stunde spazieren gehen. Nein, aber mein Friseur, ich war seit 6 Wochen nicht mehr beim Friseur. Ja, ich gesagt, bitte, das ist jetzt, ja, ich sag, zieh doch ein Schal oder ein Tuch an. Nein, steht mir nicht. Ich sage, eine Mütze. Nein, ich trage keine Mütze. Ich sage, einen Hut, nein, trage ich auch nicht. Mann, oh Mann. Ich habe auch gesagt, du hast aber ein Problem. Ernsthaft. Wenn Leute mal, also echt, ist Friseur so wichtig für so viele? Na gut. Also, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, die für mich persönlich in meinem langen Leben als Schauspielerin mit am schlimmsten war. Ich habe die Medea gespielt von Anhui. Also, die Medea gibt es ja in 20 verschiedenen Versionen und, meine Gott, noch viel mehr. Das ist ein 1,5 Stunden gängiger Alleingang mehr oder weniger auf der Bühne. Also die Medea kommt nicht einmal von der Bühne. Und es ist die Szene drin, wo sie nun, ich meine, das Stück an sich ist das ein sehr, sehr blutiges. Also eigentlich bringt sie alle um, bis auf ihren geliebten Jason zum Schluss. Da hat sie eigentlich alle gemeuchelt. Und das endet eigentlich darin, dass Medea sich hinstellt, in eine Art Rage redet, dann den Dolch nimmt, in das Zelt marschiert und ihre Kinder umbringt und danach sich selbst. Die Dame ist konsequent. Ich war geschminkt wie so eine No-Maske, also ganz weiß und so ganz schwarze, balkige Augen und schwarze Lippen fast. Und wir hatten auf der Bühne eigentlich nicht viel stehen, schwarze Abhänge. Und das goldene Vlies in Form eines großen goldenen Widderkopfes hing hinten an der Wand. Dann eine Feuerstelle vorne und hinten stand eben noch ein Zelt. Also ich habe mich da vorne an der Feuerstelle in Rage geredet und da war, 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 es war ein Riesenmonolog. Dann habe ich meinen Dolch gepackt und stürme in das Zelt und denk mich, tritt ein Pferd, sitzt mitten auf der Bühne. Ehrlich, das Zelt war mitten auf der Bühne. In diesem Zelt ein Feuerwehrmann. Der sah mich reinstürmen mit diesem erhobenen Dolch und meinte, tun Sie mir nichts. Ich habe gedacht, sag mal, was ist los? Normalerweise sitzen die rechts und links in den Nullgassen, aber die waren abgehängt. Ich habe wirklich gedacht, also ich war so überrascht, dann habe ich gesagt, was tun Sie hier? Darauf sagt er, ich sehe von hier aus besser. Ich sage, sind Sie wahnsinnig? Sie sitzen mitten auf der Bühne. Ich weiß, tun Sie mir nichts. Bis ich gemerkt habe, dass ich immer noch diesen Dolch in der Hand hielt. Ich habe aber kurzfristig überlegt, gut, also jetzt war das so, dass in dem Zelt stand ein Eimer mit Blut. Da musste ich mich jetzt bespritzen mit Blut. Also ich kam dann völlig blutbespritzt aus diesem Zelt raus und Blut tropfte von dem Messer. Und ich denke, wo ist der Eimer? Ich sage, wo ist der Eimer? Welcher Eimer? Ich sage, der mit dem Blut. Ich war so sauer. Dann zieht er unter seinem Höckerchen zieht er diesen Eimer hervor. Also ich bespritze mich mit Blut und so. Ich muss Ihnen was sagen. Ich sage, halten Sie den Mund. Nein, ich muss Ihnen was sagen. Ich sage, halten Sie den Mund. Ich war wirklich, also ich mache also schön weiter. Ich muss Ihnen was sagen. Ich sage, sind Sie jetzt durch? Also ich drehe mich um, marschiere aus dem Zelt raus und höre in meinen Rücken den Satz, ich muss es Ihnen sagen, ich musste so dringend auf die Toilette und dann habe ich in den Eimer gepisst. Ich habe mir kurzfristig überlegt, umzudrehen und ihm das Messer ins Herz zu rammen. Ich habe es dann unterlassen, weil ich musste auf die Bühne. Beim Applaus, also als der Vorhang zuging,
habe ich nur einen schwarzen Schatten aus dem Zelt raus flitzen sehen. Und der Mann hat sich sowas von schnell in Sicherheit gebracht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ich glaube, so heute, ich weiß nicht, was mir alles eingefallen wäre. Und vor allem, wenn man in dieser brutalen Rolle ja noch drin ist, ne? Ja, also das war ein sehr ungutes Erlebnis. Jetzt setze ich noch eins obendrauf, das ist allerdings nicht so schlimm, das war aber für uns katastrophal auf der Bühne. Es war in Finnentrop. Kennt jemand Finnentrop? Tja, ich weiß immer nicht, ob Sauerland oder Siegerland. Ich meine, das ist ja furchtbar, wenn man was Falsches sagt. Deswegen sage ich einfach mal irgendwo da. Und wir spielten in einem Saal, Gemeindesaal. Das sah aus wie eine Scheune. Und es war eine Bühne und es war alter Holzboden. Es knarzte und knackte ununterbrochen bei jedem Schritt. Hinten hatten wir nur eine Umkleide. Also wir haben damals meine Mutter echt verflucht, dass die uns da hat spielen lassen. Es war eine Komödie, Damenkrieg. Bühnenbild war ziemlich aufwendig, musste ziemlich ausgeleuchtet werden. Weißes Bühnenbild, schwierig auszuleuchten. Und unser Techniker, der Gerd, hat sich also schwerst bemüht, diese Bühne richtig gut auszuleuchten. Und als wir endlich fertig waren, machte das Peng und alle Lampen flogen wieder raus. Also mehr als zwei Lampen durfte man eigentlich nicht an dieses altersschwache Elektrizitätszeug da hängen, weil, da hat der Gerd immer gesagt, wir machen hier einen Kabelbrand. Ich sag's euch, es gibt einen Kabelbrand. Auch die Bestuhlung, alles war uralt. Und da ging rechts und links von der Bühne, das ist aber öfters der Fall, gingen so zwei Treppen rauf. Und also wir fingen an zu spielen und wie es kommen muss, es flog wirklich alle 10 Minuten flogen die Sicherungen raus. Wir sind verrückt geworden. Gut, also immer wieder nach 10 Minuten, peng, 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 also alles wieder rein. Das Publikum nahm das aber hin. Offensichtlich waren die das gewöhnt. So mitten in einer unserer Szenen steht plötzlich ein Mann im Publikum auf und marschiert zu einer dieser Treppen. Also er marschiert in Richtung Bühne. Und er ging auf die Treppen rauf und das muss ich dazu sagen, vorne die Rampe, das ist wie eine vierte Wand. Dann marschierte er auf die Bühne und meine Mutter, ich sehe noch ihr Gesicht. Und verschwand dieser Mensch in einer Tür. Weg war er. Und meine Mutter guckte mich an, war sich nicht sicher, breche ich jetzt ab? Was mache ich jetzt? Normalerweise hätte sie den sofort geschlachtet. So. Dann spielten wir weiter, ich dachte, na, der hat vielleicht, keine Ahnung, der ist vielleicht ein Ausgang oder was, der wollte nicht da, ich habe keine Ahnung. Und wir spielten also weiter und mitten in unserem Dialog hörten wir plötzlich eine Klospülung. Da war das Klo. Dann ging die Tür auf, der marschierte wieder um, nickte uns nett zu und ging die Treppe wieder runter, meine Mutter. Ich sagte, was machen wir? Wir haben weitergespielt. Weitere Viertelstunde, plötzlich steht eine Frau auf, geht die andere Seite von der Bühne hoch, verschwindet in der Tür, wir hören wieder die Toilettenspülung. Da war es vorbei. Meine Mutter baut sich vorne an der Rampe auf und sagt, meine Damen und Herren, wir versuchen Ihnen hier eine Vorstellung zu liefern. Nicht nur, dass ständig die Sicherungen rausfliegen, hören Sie auf, hier aufs Klo zu gehen. Das ist eine Bühne. Daraufhin sagten die von unten, ja, das sind die einzigen Toiletten, aber wir sind sie ja gewöhnt. Lassen Sie sich durch uns mal nicht stören. Da ist uns nichts mehr eingefallen. Aber die waren danach so eingeschüchtert, dass sich keiner mehr vergetraut hat, da aufs Klo zu gehen. Erst in der Pause, wobei das auch ein Sakrileg ist, ein absolutes Sakrileg. Ich meine, die Spielstätte gibt es nicht mehr. Das ist der Unterschied zwischen Fernsehen und Theater. Theater ist die absolute Kaiserdisziplin. Tournee fahren. Jeden Tag in einer anderen Stadt, jeden Tag eine andere Bühne, falls man es als solche überhaupt bezeichnen darf. Und mehr aus dem lustigen Theaterleben gibt es in den nächsten Tagen. Und dann erzähle ich euch Geschichten, die nicht in meinem Theaterbuch vorkommen, könnt ihr selber lesen, sondern ich erzähle euch Geschichten von Freilichtspielen. Die sind sehr, sehr lustig. Und vielleicht, wenn ich ganz lieb bin, dann lese ich euch noch mal so ein paar oder erzähle euch noch ein paar Schwenks aus meinem Buch vor. Okay, also, bis dann und viel Spaß. Wir waren heute in Vancouver. Jetzt zeige ich mal, wo ich hier sitze. Ich sitze nämlich auch ganz toll hier. Das Haus gehört ja nicht uns. Wir sind hier nur Gäste.
bis unser Haus fertig ist. Und es wird nur renoviert. Unser Haus wird definitiv nur renoviert. Also wir haben, wir ziehen jetzt in ein anderes Haus rein. Unser altes Haus ist weg und wir gehen jetzt in ein neues Haus rein und das wird gerade renoviert. Also, aber ich bleibe hier. Guckt mal, wie schön das hier ist. Ich habe eine Traumaussicht. Wie gesagt, es ist nicht unser Haus.